Und damit willkommen zurück. Let's Play Salamasa Quest mit dem bösen Chaos Joker. Wir stehen hier in einem Zelt vor der Gerudo-Festung. Yeah, soweit habe ich mich schon mal vorgearbeitet. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass diese Gerudo-Festung anders sein wird als, als das, was wir kennen. Da hinten übrigens seht ihr Epona. Epona ist aber doof. Jetzt habe ich schon Malkop Mousy eine eigene Figur gegeben. Jetzt gebe ich The Cornix auch eine. The Cornix ist jetzt mein Gaul. Uah. Ja, das war dann der Negativwitz für diese Episode. Jo, und ich würde einfach sagen, wir laufen mal in die Festung hinein und gucken mal. Sieht bis jetzt sehr unverändert aus. So von weitem würde ich mal sagen. Und ja, wir müssen auf leisen Sohlen hier durch. Wenn wir von den Damen hier erwischt werden, werden wir eingebunkert. Was aber nicht wirklich schlimm ist, weil wir können uns relativ easy wieder befreien. Na komm, verpiss dich. Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen. Wie war das denn? Wie kommen wir denn jetzt am dümmsten hier durch? Ja, halt's Maul. Boah, das weiß ich doch alles. Ich bin in der Wüste. Mann, Navi, ey, das geht mal gar nicht. Du bist ja schlimmer wie Malcolm Mousy mit ihren Tipps und Vorschlägen. Oh, ich kann so gut Zelda spielen. Blablabla. Ja, nee, ist klar. Ah, ja. Wahrscheinlich guckt sich Malcolm Mousy das deswegen an, weil sie wahrscheinlich glaubt, dass ich so viel schlechter bin. Kurz zu den Basics. Also, unsere Hauptaufgabe besteht eigentlich simpel darin, die vier Zimmerleute zu retten. Was gar nicht so, und da ist schon der erste. Ja. Ja. Ah, rauchen. Ah, rauchen ist toll. Fuck! Scheiße! Genau das sollte nämlich nicht passieren. Ass. Na gut. Da werden wir eingebunkert. Ja. Scheiße. Naja, wie schon gesagt, ist aber nicht schlimm. Denn ich habe ja. Denn die sind so doof, die haben mir meinen Enterhaken nicht weggenommen. Hehe. Müsste man nur noch clever genug sein, um zu zielen. Stückchen weg hier. So. So, gucken. Wo die sich hier rumtreiben. Nicht, dass ich runterspringe und gleich der Dame da unten wieder direkt vor die Flinte. Das wäre ziemlich assi. So, straight dich weg. Das Lustige ist ja, er schreit so laut. Eigentlich müsste man ihn sofort erkennen, aber es tut irgendwie keiner. Also nochmal. Komm her, Schlampe, jetzt kriegt's richtig aufs Maul. Ah, Sau! Yeah, so ist es im Angebot. Ja, verpiss dich ruhig. So. Und ich würde sagen, damit ist der erste befreit. Ja. Nein, ich lese nicht vor. So, der erste gerettet. Bleiben noch drei übrig. Da dieser Tempel dann doch unverändert ist, der ist im Original genauso, würde ich sagen, das ist alles recht schnell hier basiert. Ich muss mir nur noch ein paar mehr Pfeile besorgen. Jo. Aber ich habe nicht mehr so ganz im Kopf, wo sie alle so rum versteckt waren, diese vier Zimmerleute. Jetzt müssen wir nur aufpassen, hier in den Gängen. Stümpern diese Drecksäcke nämlich auch rum. Aber. Komm, beweg dich rüber da. Ich weiß, dass hier noch irgendwo so eine von denen rum am Machen ist. Es wäre natürlich fatal, wenn ich da jetzt ins Blickfeld laufe.
Da steht sie. Fuck, 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 fuck. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Fuck! Ich wollte sie gerade ins Visier nehmen. Ich wollte ihr gerade einen schönen Header verpassen. Narf. Na gut, bin ich wieder hier. Da merkt man mal, wie ich aus der Übung bin. Weil ihr könnt die, das kann ich aber gerade mal zeigen, wo jetzt das Opfer hier steht. Bam! Könnt ihr die nämlich weg ausnocken. Ganz locker. Und dann gehen sie euch nicht mehr auf den Sack. Also gut. Liebes Versteck. Die zweite jetzt. Ja, Maulkorb-Mausi wird wieder einen ablachen. Die wird wieder sagen, das ist so einfach. Ich würde sie gerne mal sehen. Ich würde gerne mal eine Aufnahme von Maulkorb-Mausi sehen. Wie sie versucht, hier klarzukommen. So, dann machen wir diesmal noch anders da. Bam! Schlampe. Tja, hast gedacht, könntest du mich austricksen, ne? Oh ne, das ist der Raum. Scheiße. Habe ich völlig umsonst ausgenockt. Ich möchte diesen Raum eigentlich umgehen. Weil da sind sehr, sehr viele Wachen von denen. Das ist nicht so schön. Zeit für eine kleine Sniper-Attack. Fuck! Hey, wie hast du mich halb versteckt hinter der scheiß Wand gesehen? Ah, das nervt mich, ey. Aber volle Suppe, ey. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Scheiße. Kann ich alles nochmal machen, ey. Ja, ja, da ist wieder Schaden. Da wird wieder große Schadenfreude sein, aber es ist mir völlig latte. Also gut, nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Ich muss mein Mikro mal wieder richten. So, wunderprächtig. So, es ist mittlerweile soweit, also ich habe schon die Kippe ausgemacht. Ja, Leute, so nett. So haben wir nicht gewettet. So. Diesmal machen wir das noch anders da. Wehe, du siehst mich diesmal. Na los, komm schon. Dumme Sau. Ich weiß genau, dass du hier bist. Na? Na? Dreh dich mal bitte weg, danke. Hey! Boah, die habe ich aber voll getroffen, Leute. Was soll denn das jetzt? Na, na. Ich dachte, hasse, wenn ich an einer Stelle hängen bleibe, ey. Vor allen Dingen hatte ich ja mal gedacht, dadurch, dass es das Original ist oder dass es nicht verändert ist, würde ich das mal mehr auf die Reihe kriegen, aber irgendwie. Irgendwie anscheinend nicht. Gut. Ach ja. Ist aber nicht schlimm. Wenigstens kann ich mir noch ein paar Pfeile besorgen. Weil ich werde nicht versuchen, mich großartig an denen vorbeizuschleichen. Ich werde es wahrscheinlich immer auf die Variante machen, dass ich denen einen Pfeil verpasse. Das ist meiner Meinung nach wesentlich effektiver. So, Schlampe. Ich hab Zeit, ich kann warten. Du kannst gar nichts, du kleine Sau. Jetzt wirst du locker ausgenockt. Ja, so ist es im Angebot. Yo. Da haben wir nämlich schon den zweiten von unseren guten Herren. Bettchen kann man schon mal. Ja, ich weiß, dass du in der Zelle bist. Ja, komm her. Ach,
bist doch keine Gegnerin für mich, ey. Tja, lächerlich. So, einen guten Herrn mal da befreien. You're a cute kitten, ist klar. Ist klar. Natürlich werde ich die beiden noch befreien, sonst komme ich in der Story nicht weiter. Das steht so im Drehbuch, Leute. Mann, wie mich das scheißt. Na, immerhin ein Herz. Jetzt müssen wir schon gucken, ob da hinten noch ein paar Pfeile drin sind. Na, anscheinend nicht. Nö. Na gut, dann nicht.